Es kostet manchmal einige Überwindung, sich Lösungen für das eigene Problem aus anderen Branchen zu holen. Die Waschmittelindustrie hat sich die Lösung, wie man alle Waschgänge in einen Tab bekommen kann, aus der Lebensmittelindustrie geholt. Normung kann dabei helfen, Ideen aus unterschiedlichsten Branchen zu innovativen Produkten zusammenzuführen. Bei Virtual Vehicle werden Methoden und Technologien für Fahrzeuge von morgen entwickelt. Cross-Innovation ist das Stichwort. Was kann man aus Gepäckförderbändern und Running Sushi lernen? Dass es Lösungen woanders gibt. Virtual Vehicle sucht gemeinsam mit dem Motoren- und Antriebsentwickler AVL List in Graz die Antwort auf das Kabel- und Schlauchsalatproblem, Beispiel Motorenprüfstand. Das Problem dabei, das Sie haben hunderte dieser Sensoren, die verkabelt sind. Und Sie haben natürlich viele, viele Möglichkeiten, die falsch miteinander zu verkabeln. Und solche Motoren, wenn sie in Betrieb sind, rütteln auch. Das heißt, sie haben Verschleiß in ihre Kabeln, wo teilweise Kontakte lose werden könnten. Bis sie das wirklich finden können, das dauert teilweise Tage oder Wochen. Statt mit Kabeln sollen die bis zu 300 Druck- und Temperatursensoren am Prüfstand mit solchen blauen WLAN-Sendern verbunden werden, die ihre Energie aus dem Umgebungslicht beziehen. Kabel überflüssig. Das System an sich ist eigensicher und bietet auch vor allem hinsichtlich Kostenersparung am Prüfstand, kürzere Installationszeit, erhebliches Einsparungspotenzial. WLAN für Sensoren und Steuerungstechnik taugt für Autos und Lkw, Züge, Flugzeuge und Infrastruktur. Dazu braucht es Standards. DEWI, Dependable Embedded Wireless Infrastructure, heißt das Projekt, das Virtual Vehicle in das internationale Normungskomitee Sensor Networks bei ISO einbringt. An DEWI sind 60 Partner aus Industrie und Forschung beteiligt. Also Sie haben heute die Situation, dass niemand mehr ein Gesamtsystem selbst im Haus komplett macht, alle Komponenten. Sondern Sie haben typischerweise hier Zulieferer, die Ihnen zuliefern. Umgekehrt möchten Zulieferer auch verschiedenste Gesamtsystemunternehmen beliefern können. Und das bedeutet, Sie müssen sauber diese Schnittstellen definiert haben, was eben nur über Normung möglich ist. Und letztendlich haben Sie damit größere Märkte, Sie kommen schneller auch in Märkte hinein. Und das ist der wesentliche Vorteil, warum sich auch Konkurrenten in Normung zusammenfinden. Austrian Standards. Driven by making sense.